Freunde der Nacht, sehr lustige E-Mail heute, wo eine Frau bei ihrem Date die gleiche Medizin gibt, die er ihr geben wollte. Geht so rund um die Themen Commitment oder ob man Beziehungen will oder nicht. Erstmal danke, ihr greift ja gerade richtig ab auf meinem Kanal hier für die vielen Likes und rapide Wachstum von Streams hier auf meinem Kanal. Ja genau, kennt ihr den Drill, Mission 50.000, mal kurz hier ein Abo da lassen, vielleicht sehen wir uns auf den vielfältigen Liebeschiff-Veranstaltungen in der nächsten Zeit. Und wir gehen einfach mal rein, du kannst mir auch so ein Formular, also so eine Frage schicken über ein Formular auf liebeschiff.de. So, das ist Androlevskola und sie schreibt: Hallo Christian, ich Mitte 40 bitte dich um eine Einschätzung folgender Dating-Situation. Seit 5 Wochen treffe ich beinahe täglich einen Mann, Mitte 40, aus meinem näheren Umfeld. Ehrlich gesagt Ex-Freund von der Ex-Frau meines Ex-Freundes, zufällig in einer Disco wieder getroffen und direkt super verstanden. Ja, es dürfte entfernt genug sein. Er hat mich mehrfach zum Essen eingeladen. Wir hatten am Wochenende eine Cabrio-Tour gemacht. Er hat mich mit Ohrringen überrascht. Alles super und total leichtläufig. Er hat mich in den 5 Wochen mehrfach geküsst. Vor 3 Wochen gab es einmal Bettsport. Was mir jetzt nur ein bisschen auffällt, ist dieses komische Verhältnis, sage ich mal. Aber das soll jetzt keine Wertung sein von Treffen und Körperlichkeiten. Also das finde ich gerade für einen Mann ungewöhnlich, aber ist jetzt, glaube ich, vielleicht hängt das so alles zusammen, aber ist jetzt nicht das Hauptproblem hier. Eigentlich alles perfekt, wäre dann nicht der Fakt, dass er zu jeder Gelegenheit betont, dass er momentan keine Beziehung will. Tada! Warum sagt das jemand? Das hat ja einen Grund. So, ne? Weil man möchte die Annehmlichkeiten von einer Beziehung oder von dieses Kontaktes in Anspruch nehmen. Ich sag mal gern so die Nebenleistung von Beziehung, ohne aber in einer Beziehung sein zu müssen. Also das ist so, als wenn du, ich übertreibe jetzt mal, ne, als wenn du sagst, ich möchte das Gehalt kriegen von dem Job hier, den ich machen soll. Ich möchte den Job aber nicht machen, ne? Möchte nur das Angenehme, aber nicht irgendwelche Verpflichtungen, möchte ich nicht, ne? So, und das ist total in Ordnung, ne? Also das ist an dem Punkt total in Ordnung. Er sagt es von vornherein. Nur, wie gesagt, das ist ein guter Wille, nur da muss man die Menschen eben auch ernst nehmen. Da muss man sagen, okay, dann verhalte ich mich auch entsprechend. Wenn du das nicht weißt, dann gehe ich davon aus, wir haben keine Beziehung. Und nach der deutschen Sprache heißt das eigentlich, ja, man hatte auch kein Commitment. Vielleicht hat man ein sexuelles Commitment, aber kein Commitment eigentlich, ne? Von dir lernte ich, dass man auf das hören muss, was ein Mann sagt. Nun hatte ich gestern ein Pizzadate mit Mann Nummer 2. Nun werde ich von Mann Nummer 1 so behandelt, als hätte ich mit Drogen oder hintergangen. Absoluter fucking Bullshit. Was bildet der Typ sich ein? Wirklich, das ist immer, was ich so hasse heutzutage, dass es so out ist, so Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes ambivalentes Drecksverhalten. So, ne? Also das heißt Drecksverhalten, er darf das ja, aber da muss man auch Konsequenzen tragen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich wollte keine Beziehung. Du triffst jemanden anders. Also das geht direkt ineinander über. So, ne? Wo ist das fucking Problem? Ich weiß es nicht, ne? Aber vor allem, wenn er das sagt, hat er auch hundertprozentig auch was anderes gemacht. Sonst könnte man doch sagen in einer Beziehung. Also wenn man nicht weiß, ob man ewig zusammenbleibt. Ich meine, wenn man das schon... Es ist ja ein Beginn einer Beziehung. Jeder kann jederzeit wieder raus. Und wenn man nicht mehr dazu Beziehung sagen darf, dann date ich mal entweder andere Leute oder man ist nicht verliebt genug, so, ne? Und beides ist vielleicht nicht so gut, ne? So, er will keinen Kontakt mehr, weil ich ihm nicht mehr vertrauen kann. Er sagt, ich hätte ihm nur ein paar Monate Zeit geben müssen, er hätte auch eine Beziehung gewollt. Ja, du hättest mir nur hier für den Job hier als Versicherungsangestellter, ihr hättet mir nur 3 Monate mich bezahlen müssen. Irgendwann hätte ich schon angefangen zu arbeiten. Das ist so geil. Es ist so geil, ey. Das ist einfach nicht zu fassen, ey. Diese Welt ist so verrückt, teilweise, ey. Findest du, das war Betrug? Abso-fucking-lutely nein. Also, das Einzige, was man hätte machen können, dass du sagst, aber das ist keine Notwendigkeit. Du musst das nicht tun, ne? Man muss nicht mal allen ihre schlechte Kommunikation hinterher tragen, aber, oder ihre, was heißt schlechte Kommunikation, also ihre, das, was sie gesagt haben, die Konsequenzen, die musst du nicht anderen hinterher tragen. Aber wenn man jetzt so super nett ist, hätte man sagen können, du, ich wollte es dir nur sagen, du willst ja keine feste Beziehung, ich treffe jetzt morgen jemand anders. Hätte man also im Vorhinein, ne, dann wäre es vielleicht aus seiner Sicht
weniger schlimm gewesen, nur ich finde, ehrlich gesagt, man muss es nicht, wenn der andere da so drauf pocht, weiß ich nicht, es geht ihm eigentlich, wenn man es ganz ernst nimmt, wenn man es wirklich mal zu Ende denkt, geht es ihm eigentlich nichts an, wen du triffst, ne? Wenn er keine Beziehung will. Und vor allem, wie gesagt, jetzt auch nicht um Sex geht oder so. Aber das hätte man natürlich machen können. Aber was wäre dann gekommen? Dann hätte er gesagt, nee, mach das nicht. Und hätte dich hingehalten, weil offensichtlich weiß er jetzt nicht, trotz 5 Wochen Daten und Sex und Küssen, weiß er nicht, ob er eine Beziehung mit dir will. Ja, dann, wie gesagt, darf er ja, aber dann, warum sollst du dann darauf warten, dass der Herr sich mal entscheiden kann? Nee, brauchst du nicht, ne? Es ist quasi so ein offener Dating-Prozess, ne? Was denn sonst? So, und dass er sich anders verhält, als er redet, also dass er dich sehr viel sieht und trotzdem keine Beziehung haben will, sorry, das ist nicht dein Problem. Ne? Aber das hättest du natürlich machen können, ne? Nun ist aber alles vorbei und ich bereue das Pizza-Date mit Mann Nummer 2. Findest du, das war Betrug? Nee. Wir sind ja nicht zusammen, weil er es nie wollte. Dann hat er doch solche Besitzansprüche nicht zu stellen, oder? Absolut. Absolut. Also hast du alles richtig gemacht. Und ich denke mal, vielleicht willst du das jetzt nicht hören, aber ich denke mal, dass auch wenn es irgendwie schön war, also wenn die Dates schön waren, ist es wahrscheinlich besser so, dass es auseinandergeflogen ist. Weil jemand, der sich nicht an das, letzten Endes ist es auch wieder so eine Variante von jemand hält sich nicht das an das, was er verspricht, weil er hat dir ja versprochen, keine Beziehung zu haben. Und jetzt tut er so, als wenn ihr eine gehabt hättet. Da wird man, glaube ich, nicht glücklich mit. Und wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sich darauf einigt, offen zu daten und in der Zeit andere kennenzulernen. Wenn man das meint, das ist es richtig für einen, wunderbar. Aber dann gleich ist es richtig für alle, ne? Ja, wie seht ihr das? Schreibt es gern in die Kommentare. Denkt auch noch an diejenigen, die vielleicht mit der Ausbildung starten wollen, dass es jetzt nur noch bis Ende des Monats den Frühbucherrabatt gibt. Einzel, die Paar-Beratungsausbildung und neue Dating-Coach-Ausbildung findet ihr alles auf lyrisch.de. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.